Guten Nachmittag. Aus aktuellem Anlass habe ich zwei Filmausschnitte zusammengestellt. Und was das alles miteinander zu tun hat, mit Langeweile, mit Hunden, mit Migranten, darauf komme ich dann gleich. Aber das werden Sie selbst sehen, meine Damen und Herren. Vorher noch eine kurze Geschichte. Ich hatte als Lehrer, damals in Schwerin vor allem, sehr viele Flüchtlingskinder, die sehr gut ausgebildet waren, beziehungsweise eine gute Vorbildung schon hatten und ein gutes Elternhaus, was darauf geachtet hat, darauf kommt es an, die haben diese Chancen auch genutzt. Genutzt. Und das waren die Kinder, das funktionierte super, kann ich überhaupt nicht meckern, ganz und gar nicht. Und die, sagen wir mal, eher ein anderes Elternhaus hatten und dementsprechend nicht gerade lernmotiviert waren, auch mit denen kam man zurecht, indem man ganz einfach, ich habe es gemacht, indem ich ganz einfach darauf hingewiesen habe, Leute, wenn ihr euch hier benehmt wie die Raubsäue, dann denken alle anderen, ach, die Ausländer, die sind so. Also benehmt euch anständig, ist auch gar nicht nötig. Und dementsprechend habe ich denen dann auch viel beigebracht und die waren dann genauso wissbegierig wie die anderen Kinder von den Migranten, die da waren. Gar kein Problem, das geht. Aber was das gleich miteinander zu tun hat, darauf komme ich gleich. Ich zeige gleich zwei Filmausschnitte und zum Schluss dann noch eine ganz kurze Auswertung dazu. Also jetzt auf zum Filmausschnitt. Los geht's. Unter den Kleinen ist er ein ganz großer. Er ist ein Trickser und ein Künstler. Und dabei ist er doch nur ein störrischer Rauhaardackel. Ich denke mal, jetzt gibt es bestimmt Zuschauer, die sagen, Mensch, der arme Hund, wir haben es eben im Film gesehen, der ist krank, hat epileptische Anfälle, der ist auch schon ein bisschen älter und dann muss der auch noch so viele Tricks immer machen. Da müssen wir, glaube ich, die Leute noch mal beruhigen. Tut ihm das gut? Ist das Arbeit? Macht das Spaß? Wie ist das? Es ist Beschäftigung für ihn. Also ihm macht es auch unheimlich viel Spaß, es stärkt die Bindung, er langweilt sich halt nicht den ganzen Tag auf der Couch. Ja. Ja, der macht halt weniger Blödsinn, er geht zum Beispiel nicht jagen oder so, weil er anderweitig beschäftigt ist. Also sonst merkst du das, dann geht er schon irgendwie los und macht Quatsch, wenn du Genau, nichts sonst mit macht ihm er Quatsch. trainierst. Wenn wir ein paar Tage nichts machen, dann fängt er an, Quatsch zu machen. So, war doch niedlich und auch, ich finde, es war auch sehr erhellend. Deswegen habe ich mir diesen alten Filmbeitrag nochmal rausgesucht. Ich bin ja ein Dackelfan. Okay, wie sagte doch diese Dackelmama, ja, wenn er nichts zu tun hat und sich bloß rumlangweilt, dann macht er nur Blödsinn. Dann macht er lauter Quatsch. Ja, und das werden wir jetzt gleich im nächsten Film sehen. Natürlich wird es gleich Leute geben, die sagen, ja, man kann die einen nicht mit den anderen vergleichen und so weiter und so fort. Quatsch alles, darum geht es nicht. Sondern das Gleichnis, das ist ja evident, also klar sichtbar. Wenn jemand Langeweile hat, macht er Mist. Und in diesem Fall geht es um richtigen Mist. Das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Ulan betu. Oh shiki boy, shiki boy. Pak di bro. Kuba nu. Pa. Hey. Hij wil activeren nee. Oh yo. What the? Do you want? Tja, ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Übrigens ist das in den Niederlanden passiert, relativ neu. Jetzt wird es gleich wieder welche geben. Er ist doch schon ein Jahr alt. Na, umso schlimmer ist es doch, ne? Also immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe, erst nachdenken, Wissen erwerben und das kombinieren, das heißt erst denken. So, haben wir aber ganz deutlich gesehen, worum es hier geht. Es ist gruselig. Natürlich. Und ein Mädel stand dabei. Gut, die hat jetzt vielleicht als Mädel nicht so viel Mut, gegen diese vielen Angreifer da anzugehen. Selbst zusammen mit dem älteren Hundeführer da wäre das nicht gegangen. Aber ich wette, es gibt genug, die einfach nur dabei stehen und filmen. Ganz im Gegenteil, dazu gibt es auch Leute, die sich dann wehren und die dann solchen armen Leuten beistehen. Also so darf es nicht sein, wissen wir alle. Aber die Lehre aus der ganzen Sache ist doch, wenn ich Menschen gut beschäftige und nicht einfach gut beschäftige, sondern wenn ich sie ausbilde, auf dass sie sich dann überhaupt beschäftigen können, indem sie nämlich wissen, was sie tun und nicht bloß irgendwas stur da herlernen und dann
nicht wissen, was man damit machen soll, dann passiert sowas auch gar nicht. Und am allerbesten ist, dass jeder da bleibt, wo er eigentlich gewohnt hat, wo er hingehört, gerne zum Besuch kommen kann. Jeder ist eingeladen hier als Besuch, kein Problem. Da machen wir uns wirklich nichts draus. Das ist alles in Ordnung. Aber sowas, das darf natürlich nicht passieren. So, na, jetzt bin ich auf die Diskussion gespannt. Pardon. Aber eins ist wichtig, ruhig bleiben, sachlich, also sachbezogen, keine Emotionen, kein Kram, keine Beschimpfung, nichts und so weiter und schon gar keine Parolen, die letzten Endes uns allen hier schaden, was auch das Thema Zensur angeht. Also man muss ja immer damit rechnen, dass sowas alles nicht veröffentlicht werden darf. Na dann, Leute, macht was, erwerbt Wissen und gebt das Wissen weiter. Vor allem an die Enkel, die sind noch relativ unverdorben und da haben wir noch eine Chance. Und die Schlafenden, die kann man vielleicht noch langsam erwecken. Gut, also bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.